da bin ich wieder, ihr Lieben. Weiter geht's bei Captain Toad Treasure Tracker. Wir haben im letzten Part die Bonus-Ecke angefangen. Und zwar sind das hier Level aus Mario 3D World, die wir alle bestreiten wollen. Der Toad Trop auf Expedition. Ja, man könnte es auch deutsch lesen. Ich hatte jetzt irgendwie so einen englischen gerade. Expedition zum Steinpilzplateau. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch eher Toad-Level sind. Mal gucken. Das sieht doch schon nach was aus. Na, schauen wir mal, wie sich das gestaltet. Ich sag jetzt nicht, dass ich gespannt bin. Ah, herrlich. Okay, das ist auf jeden Fall ein Toad-designtes Level. Und ich muss offenbar die ganzen Kollegen hier einkassieren. Schauen wir mal. Ach, da ist sogar was versteckt. Guck an, ich hab's doch irgendwie glitzern hören. Dann brauchen wir ja nach dem schon mal nicht mehr zu suchen. Genau, der kommt jetzt mit. Das ist, glaube ich, auch eins der ersten Level. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, dass da so ein Vieh ist. Das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Und ich bin hier falsch. Ich glaube, ich komme hier gar nicht durch. Also schnell zurück. Schnell. Haha, habe ich das gut gemacht, oder was? Sehr schön. Nehmen wir die Münzen hier ruhig mit. Und dann sind ja hier hinten... Hier ist zumindest der gelbe Kollege noch. Guten Tag, komm mal mit. So, und dann müsste ich offenbar dort rein und erstmal da hoch. Dann sind aber die Shy Guys. Aber ich glaube, wo kriege ich den denn? Ja, eigentlich nur von da, ne? Da muss ich irgendwie durch. Das mit den Shy Guys gefällt mir gar nicht. Weil ich ja gar keine Chance habe, die anderen drei irgendwie in Sicherheit zu bringen. Die anderen zwei meine ich natürlich. Obwohl hier sind noch... Ah, da sind Rübchen. Das ist gut. Dann kann ich hier zumindest schon mal einen erlegen. Und den anderen natürlich auch. Da warten wir aber einfach mal ab. Hier unten ganz brav, bis der sich wieder dreht. Geh weg. Sehr gut. Haha. So wollte ich das. So, wie sieht's mit den Vögeln da oben aus? Es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, die wegzukriegen. Aber ich komme da nicht wirklich ran. Keine Chance. Jetzt wollte ich erstmal gucken, wie sich das hier alles bewegt. Genau, der geht ganz runter. Da wollen wir hin. Ja, ich kann leider die Rübe nicht mitnehmen. Schade aber auch. Die haben uns schon entdeckt. Sowas aber auch. So, hier kommt mal alle mit. Dann nehmen wir den hier. Gehen da mal rüber. Ich muss mal gucken, dass die alle mit reinkommen. So, und jetzt müsste ich ja schauen. Da ist ja irgendwie ein Loch. Da komme ich nur von oben ran. Nee, das müsste von... Warte mal. Doch. Da ist ja zu. Also müsste ich mit dem jetzt hochfahren. Kommt mal alle mit hier, Jungs. Genau, so müsste ich das machen. Ich versuche irgendwie eine Position zu finden, wo ich ein bisschen mehr sehe. Das ist aber gar nicht so einfach. So, und jetzt müssen wir hier den letzten Kollegen nämlich noch einsammeln. Genau, nehmen wir noch ein paar Münzen mit. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir damit ins Ziel kommen. Und zwar da oben hin. Das heißt, ich brauche dich als Brücke. Ich bin mir nicht sicher, was da oben eventuell noch bei den Vögeln ist, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich habe auch keine Lust, es zu riskieren. So, hier und hops und... Hops, du fällst mit. So ist schön. Perfekt. Hey, das hat mal funktioniert. Ich bin ja richtig stolz auf uns. Die anderen fahren wieder runter. Passt schon. Ja, cool. Finde ich gut. 90 Münzen gesammelt. Wie gemein. Wo waren denn die ganzen Münzen? Das ist ja jetzt blöd. Wie viele hatten wir denn? 83. Aber ich habe ja eigentlich die, die auf dem Weg waren, alle... Ja, ich glaube, ich ahne es. Da, wo die drei Vögel waren, ist garantiert eine 10-Münzen-Pflanze gewesen. Würde ich aber gerne hinten anstellen, weil das jetzt nichts Spektakuläres ist. Wenn ich dran denke, mache ich es am Ende des Parts noch. Guck mal lieber erstmal die Expedition über die Dächer. Ja, das sind alles Level aus den Kapiteln, die wir gespielt haben. K
kann ich mich nämlich noch gut dran erinnern, weil so lange ist das noch gar nicht her, dass wir dieses Level gemacht haben. Bin ich ja mal gespannt. Ei, wei, wei. Okay. Da ist eine Röhre, die uns wohl leichter zum Ziel bringen soll. Fange ich ihn jetzt am geschicktesten an? Am besten erstmal so. Soll er erstmal da aufmachen? Das muss er ja sowieso. So, dann muss ich ja schon mal irgendwie darüber. Eine andere Chance habe ich gar nicht. Na, du bleibst da. Ich will kein Steinchen haben. Dann kann ich nämlich... Ah, guck mal, da waren Münzen. Die nehmen wir doch glatt mit. So, dann kann ich nämlich schon mal darüber. Ne, kann ich nicht. Böse. Komme ich denn jetzt an den ran? Gar nicht eigentlich, ne? Muss ich vielleicht... Ne, runterspringen fällt aus. Okay, Moment mal. Soll ich da schon runter? Da unten erstmal aufräumen vielleicht? Okay, also es ist schon deutlich komplexer. Das war ja schon beim eigentlichen Level gar nicht mal so einfach. Aber ich habe gerade tatsächlich keine andere Chance, weil der Toad würde sich nur nach links und rechts bewegen und da komme ich gerade partout nicht dran. Nee, definitiv. Also muss ich erstmal runter. Schauen wir uns das erstmal hier unten an. So, du fliegst schon mal gleich raus. Ah, ein Schlüssel. Ja, der war da unten. Da muss ich garantiert einen Toad befreien. Kann ich jetzt aber noch nicht absehen, in welche Richtung das laufen soll. Deswegen lasse ich es erstmal. Schnell weg. So. Flieg. Flieg und Sieg. Sozusagen. Ach, man sieht hier auch so wenig. Das ist echt gemein manchmal. So. Okay, da müssen wir noch mal ein Steinchen kaputt machen lassen. Mach mal. So, und wieder weg, damit ich hier im Sicheren bin. So, da könnte ich rüber und da hoch. Was ja schon mal nicht verkehrt wäre, aber will ich jetzt noch nicht, wenn ich noch nicht weiß, was hier sonst noch abgeht. Das war die Sache mit dem Schlüssel. Was ist hier hinten noch? Da ist zum Beispiel schon ein Toad. Dann hole ich mir den doch schon mal mit. Und dann habe ich, glaube ich, auch gerade gesehen, wie die Sache mit dem Schlüssel dann läuft. Komm mal mit. Kleiner blauer Toddy. Und zwar muss ich, glaube ich, da hinten... Nee, da komme ich gar nicht runter. Ich dachte, eigentlich könnte ich da... Ach, hier. Hier komme ich dann runter. Genau. So. So, hops. Jetzt habe ich bloß das Problem, dass der Futzel da noch... Ja, genau das. Geh mal hier aus der Tichte, so. Da sind... Nee, ich wollte gerade sagen, nur Münzen, aber der ist ja da. Der grüne Toddy ist da drin. Nein, wie... Och, wie dämlich. Das erste Mal im Bonus gestorben. Echt traurig. Okay, also nochmal von vorne. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was durchschaut. Jetzt habe ich den Toad aus Versehen wegbewegt. Mensch, mach doch mal nur eins. So. Und zwar... Achso, die Münzen... Nein! Oh, wie bescheuert. Aber ich könnte ja gerade mal ein paar Leben farmen, wenn wir schon mal dabei sind. Ach, ne, können wir nicht. Ich bin ja noch im Level. Na gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also... Das will ich gerne erstmal kaputt haben. Mach mal hinne. Hops. So, dann gehen wir hier rüber. Ach, jetzt habe ich die Münzen wieder vergessen. Münzen mitnehmen. Münzen mitnehmen. So. Jetzt gehe ich darüber. Und darunter. Aber erst, wenn er gespuckt hat. So, damit ich den hier nämlich gleich beseitigen kann, den Kollegen. So. Können wir den Kollegen hier mitnehmen? Dann könnte ich da vorne erstmal noch aufräumen. Den holen wir uns
jetzt hier erstmal den Kollegen. Tschüss. Soweit waren wir ja eben auch schon. Hier geht's dann mit dem Schlüssel einmal runter und dann auch ein bisschen bedächtiger voran. Dann dürfte das kein Problem sein. Hier könnte ja schon mal der Kollege aufmachen, oder? Brauche ich das eigentlich? Im Prinzip muss ich es nicht mal aufmachen. Kann sein, dass das noch ein altes Element ist. Ich lasse es erstmal so. Kann ich ja im Nachhinein immer noch machen. Ich muss ja nicht mal da sein dafür. Also nehmen wir erstmal den Schlüssel mit. So. Zack. Komm mal mit. Hinunter. So, wenn der Ball vorbei ist, geht's los. Und schnell in Sicherheit bringen. So, und jetzt versuchen wir den hier mal zu schnappen. So. Das war knapp. Komm mit. Jetzt sind wir schon zu dritt. Da oben ist der letzte. Irgendwie muss ich ja von hier wieder wegkommen jetzt. Genau, da drüben nämlich. Das ist ja im Prinzip auch schon alles. Siehst du, und jetzt brauche ich nämlich doch, dass der da die Wand frei macht. Also... alle aus dem Weg. Hui. So. Neue. WTF. Das habe ich cool weggehauen. Jetzt aber. Badum. Sehr schön. Ich muss echt gucken, wie ich mich hier positioniere, weil irgendwie war das gerade eine dämliche Idee, aufnehmen zu wollen, während die Sonne hier reinknallt. Ich sehe nämlich kaum was. So, und ich sehe auch hier wirklich nichts. Das hat jetzt aber nichts mit der Sonne zu tun. Ich muss ja von da ran auf jeden Fall. Genau, das war ja eben so ein Zweck der Sache. So, jetzt schnell rüber. Gar nicht mal so einfach. So, jetzt können wir hier hoch. Können da rüber. Können den Toad mitnehmen. Ja, gehen wir erstmal, würde ich sagen. So, erstmal hier rauf. Darüber. Dann nehmen wir mal mit, was hier noch zu kriegen ist. Ein Pilz. Sehr schön. Dann müssen wir immer noch aufpassen, dass uns hier keine Kugeln treffen können. Aber das sehe ich momentan nicht so problematisch. Dann kommst du mal rüber. So, und dann können wir nämlich alle hier rauf. Darauf. So, und jetzt haben wir ein Problem. Wie kommt man denn jetzt hier wieder weg? Ich dachte jetzt eigentlich... nee, ist er... nee. Boah, sag mal. Wir müssen von da unten hin, hä? Wir müssen da ganz unten hin, warte mal. Oh, die Sonne ist ja zum Heulen, ey. Ist ja furchtbar. Muss gleich mal gucken, wenn der Part vorbei ist, ob ich mich hier irgendwie anders einrichte. So, warte mal. Ich muss noch mal nach unten. Von wo komme ich denn da ran? Ah, von hier tatsächlich sogar am Ende. Aber der Kollege hier muss erstmal aufmachen. Also machen wir das mal so. Ja, das reicht schon. Perfekt. Wo ist der Stein jetzt? Achso, der ist ja da unten. Ich den nämlich wieder hoch, dass uns nichts passieren kann. Jetzt muss ich die Stacheln abwarten. Und dann kann ich daher einfach runterhüpfen. Also warten wir noch eine Runde Stacheln ab. Und los geht's. Yeah, folgt mir, Leute. Dann nehmen wir die Münzen noch mit. Sicher ist sicher. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich weiß gar nicht, wofür die Röhre ist. Vielleicht, wenn man irgendwas vergessen hat oder so. Ich würde sagen, wir haben alles. Sehr schön. Münzen. Na toll, und ich habe nur 114. Verdammt. Das ist aber auch gemein. Wo sind denn die ganzen Münzen, Mensch? Also ich habe das Gefühl, dass das so kapitelmäßig angeordnet ist. Hier vorne war es halt immer der Goldpilz. Und hier sind jetzt immer Münzen. Aber also bei dem hätte ich ja noch, wie gesagt, die Idee... aber da 150? Puh.
Das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Gehen wir erstmal in die Kugel-Willi-Basis. Mal sehen, ob uns, ja, das gelingt. Mal sehen, die Kugel-Willi-Basis. Ja, kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Das war die ganze Geschichte mit dem Drehen, okay. Es kann natürlich auch noch sein, dass in den besagten Leveln eben noch Goldpilze versteckt sind, dass die uns die auch noch mal Münzen gegeben hätten. Beziehungsweise beim ersten Level hatte ich ja sogar den Goldpilz. Ja, im zweiten bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es da einen gab oder ob sie jetzt vielleicht noch einen hingesetzt haben. Jetzt muss ich mich hier erstmal ein bisschen orientieren, was wir brauchen. Wo dreht man denn? Wir drehen jetzt hier die Treppe. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Die brauche ich ja eigentlich. Obwohl, hier wäre auch erstmal nicht schlecht. Drehen wir erstmal dahin. Da sind noch Münzen drin. Die hole ich mir erstmal ab. Genau. Dann haben wir die schon mal einkassiert. Da war, glaube ich, damals das Juwel drin, meine ich. Dann drehen wir uns mal die Treppe hierher und gehen erstmal da hoch. Genau. Da war die Geschichte mit den bösen Kugel-Willis. Das war gar nicht so einfach. Das erfordert viel Timing. Ha! So. So. Das ist natürlich jetzt interessant, ob, wenn ich jetzt die Kanonen nicht wegdrehe, eventuell der Tod getroffen wird. Aber das wollen wir nicht ausprobieren. Ich versuche lieber da hinten gleich noch da frei zu machen. Genau. Bam! So, und dann können wir nämlich hier wieder umdrehen. Dann stören die uns nämlich auch gar nicht weiter. Dann hole ich mir jetzt den guten Toad ab. Schönen guten Tag. Yay! So. Also erstmal wieder runter. Boah. Und dann könnten wir hier gucken. Da komme ich nicht ran, also müssen wir die Treppe wirklich so rumdrehen. Und erstmal hinüber. Okay, da gibt es erstmal nichts. Das ist nur ein Durchgang, der ist dann für später interessant. Also kann ich wirklich hier runter. Hoffe ich. Okay, da ist jetzt natürlich auch noch ein Vögelchen. Das ist gar nicht so einfach. Das müsste mir jetzt hier noch die Dinger kaputt machen. Oh! Okay, also wenn einer meiner Toads getroffen wird, dann sind wir gleich komplett Game Over. Das ist jetzt natürlich echt gemein. Das ist natürlich echt gemein. Also da muss ich sagen, die Bonus-Level jetzt sind natürlich schon wieder eine ganze Ecke knackiger. Was ich aber nicht unbedingt verkehrt finde. Also da kann ich mich mit anfreunden. Ich hole jetzt mal die Münzen im Nachhinein. Mach mal erstmal da kaputt. So, dann mach mal da kaputt. Währenddessen kann ich ja den Toad schon mal holen. Yay, komm mit. So, und achso, nee, einmal braucht man noch. Verdammt, jetzt habe ich verhauen. Hey, machen die Vögel eigentlich kaputt? Warte mal. Nee, ich glaube, die sind zu hoch, ne? Obwohl. Könnt's ja mal so halten. Ah, es könnte klappen. Nee, es ist schwierig vom Timing. Aber wäre eine coole Idee gewesen. Obwohl es natürlich... Ah, doch, da! Haha! Eine Gefahr weniger. Ist natürlich jetzt so eine Frage, ne? Also ich meine, auf der einen Seite brauche ich die Vögel, um die Blöcke da zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es eine schöne Idee, die auf diesem Weg zu plätten. Aber gut, so, jetzt holen wir uns hier noch die Münzen. Weiß ja nie, gerade weil das ja hier sehr beliebt ist mit Münzmissionen. So, und jetzt muss ich mal zusehen, wie ich das hier gelöst kriege, ohne dass der mich platt macht. Okay, das war nicht schlecht. Mal gucken, ob das hier nochmal klappt. Ah! Nein! Warum? Ach Mist! Das hat so schön ausgesehen. Okay, aber dann weiß ich, dass da nichts Wichtiges drin ist, außer nachher vielleicht für die Münzmission. Da sind dann nochmal 11 Münzen zu holen. Ist gut zu wissen. Dann halte ich mich jetzt mit den Münzen zurück, sondern versuche erstmal wirklich nur die, das Level abzuschließen. So.
Zack. Dann lassen wir die noch schießen und holen uns schon mal Toad. Ach, ich freue mich. Ich muss wirklich sagen, hier die Bonuslevel machen mir verdammt viel Spaß. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die wieder umzudrehen, ob das so gut ist. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Da muss ich halt gleich ein bisschen aufpassen. Ich lasse jetzt die Münzen, wie gesagt, erstmal liegen. Auch die da in der Treppe noch, weil kommt es jetzt eh erstmal nicht drauf an. Gehen wir erstmal hier runter. Nein, nein, nein! Ach komm schon, das kann doch nicht so schlimm sein. Och Mann. Na gut. Ah, ärgert mich schon wieder so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite ist es auch kein Weltuntergang. Wir werden das schon meistern. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt hat er natürlich nur einen Block kaputt gemacht. Das ist natürlich auch ärgerlich. So, sammeln wir dich erstmal wieder ein. Öfter mal was Neues. So, da kommen wir ja im Prinzip auch noch hoch. So, dann kannst du schön in die Richtung schießen. Viel Spaß dabei. Bam. Boah, obwohl ich hängen geblieben bin. Echt gemein. So, dann hinüber. Jetzt hätte ich ja mal nochmal versuchen können, die Vögel kaputt zu schießen, aber gut. Wo wollen wir denn dann eigentlich als nächstes hin? Wir wollen zu diesem Drehrad. Da sind wir auch erstmal vorläufig sicher. Kann es zumindest nicht viel passieren. Das heißt, wir holen uns jetzt hier Captain Toadie. Oh Gott! Gott sei Dank bin nur ich da reingerannt. Ach, Mann! Oh! Ey, ich fass es nicht! Was ist denn da wieder los, Mensch? Irgendwas ist ja immer, ne? Ich will diese verdammte Mission noch in diesem Part schaffen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Unglaublich. Los, dreh dich, böse Treppe. Kann nicht so schlimm sein. Jetzt werde ich auch langsam wieder ungeduldig. Jetzt können wieder so eine Drecksfehler passieren, die gar nicht passieren müssten, weil ich ungeduldig werde. Das ist einfach unglaublich ärgerlich einfach auch. So. Also, auf ein neues. Komm mit. Mach hinne. So. Und die Treppe runter. Und die nächste Treppe rauf. Södele. Also, nochmal. Der Plan ist, Toad einsammeln und rüberflitzen. Na toll. Und wieder runtergefallen. Es ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, warum. Also beim nächsten Game Over beende ich den Part, dann müsst ihr halt bis zum nächsten Part warten. Dann geht's halt nicht anders. Ich hätte es irgendwie gerne noch als Abschluss gehabt, dass wir hier 3 Level erledigen. Jetzt dreh dich um, du Teufel. Unglaublich. Aber es hat nicht sollen sein. Müssen wir uns halt gedulden. Insbesondere ihr. Und ich ja irgendwie auch. Ey, unfassbar. Das Ding stand doch richtig. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt wieder daneben geschossen hat, aber gut. So, komm mit, Captain Blue. So, los, schieß nochmal und dann kann ich euch wieder hier wegbuxieren. Tschüss. So, hinauf. Also erstmal hinab und dann hinauf. Immer die gleiche Stelle, immer beim grünen Toad. Ich weiß ja nicht, was da los ist, Mensch. Vielleicht sollte ich die Kamera so lassen. Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Komm mit. Nein, nein, nein! Oh, nein. Oh, Mann! Wieso muss das scheiß Vieh auch da im Weg stehen? Okay, Leute, dann hat das nicht sollen sein. dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr könnt da wieder einschalten. Und dann werden wir ja merken, ob wir das eventuell noch gelöst kriegen zusammen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann!